In Mank wurden vom 3. bis 5. Juli die 65. niederösterreichischen Landesfeuerwehr-Leistungsbewerbe abgehalten. 1500 Bewerbsgruppen kämpften um die Leistungsabzeichen in Bronze und Silber. Für die Region hat der Bewerb einen hohen Stellenwert. Damit auch unsere Betriebe, wo wir ständig vor Ort sind, wo wir, wenn wir was brauchen, sei es irgendwelche Spenden oder Unterstützungen oder Beiträge für Werbungen, was man eigentlich da im Gelände sieht, auch wieder Geld bekommen, da müssen wir natürlich auch schauen, dass unsere Betriebe das erhalten, was wir jetzt ihnen geben können, das heißt die Produkte, die sie haben, bei uns verkaufen können. Somit sind die rund 10.000 Besucher auch ein wirtschaftlicher Impuls in der Region. Der Höhepunkt am Samstag ist der Fire Cup, bei dem geschätzte 5.000 Besucher den Wettkämpfen beiwohnten. Wer die schnellste Zeit beim Aufbau einer Löschleitung erreicht, ist vorne mit dabei. Insgesamt treten die 30 besten Gruppen an. Der Fire Cup ist der Bewerb, wo die Gruppen, die besten Gruppen, kann man eigentlich sagen, von Niederösterreich gegeneinander laufen, einer Können zeigen und natürlich auch dieser Staffellauf mit den Hindernissen ist eine besondere Attraktivität für das Publikum, aber auch für die Bewerber. Bei optimalen Bedingungen müssen die Teams zusätzlich auch einen 400 Meter Hindernisparcours bewältigen. Landesbranddirektor Pfarrer Fellner hat den Fire Cup vor Jahren ins Leben gerufen. Bei allen Neuen ist nicht immer nur Zustimmung, aber es ist ganz gut angekommen. Wir haben gesehen, dass uns diese Vision eigentlich recht gegeben hat und wir haben jedes Jahr mehr Zuschauer bekommen und die Bewerbsgruppen freuen sich besonders, denn wenn sie unter 1600 Gruppen normal antreten, haben sie nicht diese Publikumswirksamkeit, wie sie es da haben. Hier können sie ihr Können zeigen und jeder spitzt drauf, wenn er so sagen darf, dass er in diesen Bewerb kommt. Dabei treten die besten Gruppen des vorjährigen Landesbewerbes in einem Parallelbewerb gegeneinander an. Auch heuer konnte man wieder Top-Zeiten verzeichnen. Die Gruppe Trattenbach 1 geht in der Wertung Bronze ohne Alterpunkte mit einer Angriffszeit von 31,86 und einer Staffelbahnzeit von 50,28 als Sieger hervor. Auch die zentrale Frage an diesem Wochenende wurde geklärt. Welche Feuerwehr legt den schnellsten Löschangriff? Hier geht mit 30,76 Pellendorf als Sieger hervor. Organisiert wurden die Landeswettbewerbe von 13 Feuerwehren und 8 Gemeinden aus dem Bereichsabschnitt Mank. Die Gemeinden haben die Landesfeuerwehrleistungsbewerbe mit je einem Euro pro Einwohner zusätzlich unterstützt. Die Leistungen der Freiwilligen können sich sehen lassen und im Ernstfall ist auf sie 365 Tage im Jahr Verlass. Ja.